wie es dazu kam, dass ich Lastwagenfahrer wurde. Mein Vater war Lastwagenfahrer und so bin ich in den Beruf reingeboren. Schon als Kind fuhr ich immer mit ihm mit. Aber ich kann auf jeden Fall Stand heute sagen, ich habe alles richtig gemacht. Katastrophe. Da hängen bleibe mit dem Auflieger. Was geht ab, Freunde? Wir stehen hier gerade in Düsseldorf vor einem richtig geilen Stau, wie sich das hier aus, wie das hier aussieht. Und fahren erstmal einfach mal los. Aha, guck mal, da vorne ist eine bessere Ausfahrt. Ich weiß es gar nicht, dass da vorne eine bessere Ausfahrt ist. Ja, wir vernehmen die Ausfahrt. Das funktioniert nicht. Ach Scheiße. Ja, lieber stehen wir hier ein paar Sekunden wieder vorne, einen Unfall zu machen. Es ist jetzt nicht optimal, wie wir hier stehen. Gebe ich zu. Aber wie gesagt, ne, ich komme nicht schon ein Stück weit, das geht nicht. Mehr geht nicht. Aber zumindest, weil es hast ja gesehen, dass, oder auf dem einen Video, wo ich ins Industriegebiet fahre, da hat man ja gesehen, wie scheiße die Ausfahrt von der Tankstelle ist. Das war jetzt auch nicht viel besser, aber zumindest sicherer. Scheiß ernst, Junge. Nein, nicht dein Ernst, Herr Polizist.
wiederhole es noch einmal, ich habe kein Problem damit, Leute reinzulassen. Aber ich habe ein Problem damit, wenn Leute genau vor deiner Schnauze versuchen reinzufahren. Du nicht reagieren kannst und du wieder der Arsch der Nation bist. Und das meine ich, wollt ihr mich verarschen? Ihr wusstet doch schon ganz genau, dass die da vorne irgendwo... Ich freue mich, dass die Sonne draußen ist. Wunderschönes Wetter. Der Düsseldorfer Fernsehturm, das Wahrzeichen von Düsseldorf. Auf jeden Fall eins der coolsten Plätze in Düsseldorf, um abzuschalten. Ich pendel mich schon mal hier hinter. Hier auf die Brücke hoch und dann sind wir in Oberkassel. Das sind genau die Kniffpunkte, wo man extrem aufpassen muss als Lastwagenfahrer. Deswegen besser in Schrittgeschwindigkeit in die Kurve hineinfahren. Weil wenn du jemanden erwischst, dann bist du einfach nur am Arsch.
einen oder anderen ist schon aufgefallen, wahrscheinlich, dass ich immer diesen Knopf hier betätige. Ich habe oben auf dem Dach habe ich Rundumleuchten. Und ich finde, also ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass diese Rundumleuchten normalerweise eine Serienausstattung sein müsste. Gerade wenn du in der Stadt unterwegs bist und rechts abbiegen willst, dass du dich irgendwie bemerkbar machen kannst. Fuckt die sich über mich ab, dass ich hier lang muss und dass sie anhalten muss. Unglaublich. Hier rechts rein. Scheiße. Katastrophe. Katastrophe. Ich muss mal gucken gehen, ob ich das hinten da hängen bleibe mit dem Auflieger. Wenn du hier eine Hütte hast, dann hast du es auf jeden Fall geschafft. Ja, hier macht es immer schwieriger hier.
hängen hier mitten im Gebüsch. Ich gehe mich mal anmelden. Abgeladen. Jetzt fahren wir nach Monheim. Und holen uns eine zweite Tour ab. Mal gespannt, wo es hingehen wird. Aber erstmal hier rauskommen. Gott sei Dank sind die Autos hier weg. Ja, der Audi ist weg, der ist weg, kein Problem. Menschen, die mitdenken, sauber. So.